Bluetooth-Freisprechgeräte für den Motorradhelm erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Ich denke, die Geräte von Sena, die kennt jeder, denn bei uns in Europa ist das einfach der Marktführer. Natürlich wissen auch schon viele, dass Sena mittlerweile auch selber Helme baut. Zum Beispiel den Outrush Air, genauso wie den Impuls. Und heute schauen wir uns mal die beiden neuen Klapphelme von Sena an, mit integriertem Bluetooth-Freisprechgerät ab Werk. Und schauen uns an, ist das jetzt Technik mit einem Motorradhelm dran oder aber ist das ein Motorradhelm mit Technik drin? Und jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch auf Helmexpress TV zu einem neuen Video und zur Vorstellung von Outrush Air, dem günstigen Einsteigerhelm, genauso wie dem Impuls, also dem Premium-Klapphelm von Sena begrüßen. Eigentlich habe ich gedacht, wir machen ein Übersichtsvideo mit allen Neuheiten von Sena, also auch dem Striker und dem Outride, genauso wie den ganzen neuen separaten Bluetooth-Freisprechgeräten, aber das hätte aber den Umfang eines Videos definitiv gesprengt, nachdem ich mich da so ein bisschen eingelesen hatte, was die jetzt alles können, was sich verändert etc. Deswegen habe ich es mal ein bisschen spezieller gehalten und wir sprechen heute nur über Klapphelme. So, wichtig ist jetzt, dass die Sachen, die ihr sehen wollt, schreibt sie mir in die Kommentare und lasst generell mal ein bisschen Liebe auf diesem Video da, denn dann weiß ich, dass die anderen natürlich auch in dieser Form vorgestellt werden sollen. Die Sachen, die euch besonders interessieren, können wir natürlich auch in der Praxis testen. Wichtig dafür, lasst gerne mal ein Like da, lasst ein Follow da, dann weiß ich Bescheid, dass ihr da Bock drauf habt. So, wir starten jetzt mit dem Unboxing vom Outrush Air und dann machen wir weiter mit dem Impuls. Der Outrush Air, das günstigere Einsteigermodell, kommt hier mit blau-schwarzer Verpackung. In weiß steht der Helmname drauf, Smart Motorcycle Helmet, denn da kommt es natürlich her und das ist auch die Besonderheit, dass ich hier halt alles aus einer Hand habe und das gleich füreinander auch abgestimmt ist. Interessant ist da mit Sicherheit auch, sich mal zu überlegen, bin ich hiermit vielleicht sogar günstiger unterwegs? Also wenn ich jetzt einen Helm, wo das Freisprechgerät gleich drin ist, ist das am Ende günstiger, als wenn ich mir hier einen Klapphelm aussuche und dann noch einen Sena Freisprechgerät zu kombiniere? Das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt dabei. Man muss natürlich aber schauen, dass man ungefähr gleiche Sachen auch miteinander vergleicht, denn sonst hinkt es, also der Vergleich. So, jetzt aber hier die Verpackung, soweit so unspektakulär. Hier ist eben noch aufgeführt. Ne, hier sind die Sprachen aufgeführt. Hier ist aufgeführt, was der Helm alles kann. Wenn es euch interessiert, gerne gerade stoppen. Und dann fangen wir an mit dem Auspacken. Zack, zack. Zack, zack. Schön fixiert hier im Karton. Das nehmen wir raus. Zack. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich nehme den Helm auch einmal raus und sehe hier, wir haben hier jetzt nichts mehr drin. Und der Helm kommt dann so auch recht unspektakulär. Hier steht Sena drauf, sogar auf dem Kopf. Und dann nehmen wir ihn einmal raus. Tada. Da haben wir den Sena Outrush Air, also die neuere Variante, die Facelift-Variante. Und Sena ist ein koreanischer Hersteller. Und das erste Mal, wo ich mit denen zu tun hatte, war 2013, 2014. Da haben wir noch mit denen mit Google Translate übersetzt. Seitdem hat sich natürlich extrem viel getan bei denen auch im Verhältnis zu anderen Herstellern. Zum Beispiel auch asiatischen Herstellern wie Shoei oder auch HJC sind die natürlich relativ jung und kommen eben aus der Techniksparte. Deswegen am Anfang auch der Satz, ist das jetzt Technik mit einem Helm dran oder ist das wirklich ein Helm? Und das muss im Fokus stehen und die Sicherheit muss im Fokus stehen und da ist einfach Technik drin. So, das ist die Fragestellung des Videos. Nochmal. Es gibt im Übrigen, ähnlich wie Henry Ford es früher gemacht hat, zwei Farben. Also es gibt ihn hier in schwarz-matt, so wie wir ihn hier jetzt gerade vor uns haben. Und es gibt eine weiß glänzende Variante. Also es ist wirklich überschaubar. Nichtsdestotrotz kann man es natürlich im Regelfall zu allem kombinieren. Weil der Helm natürlich das Wichtigere ist aus dem Zweiergespann, aus Technik und Helm, starten wir auch genau damit. Der Helm ist ECE 22.05 geprüft und kommt mit einer Polycarbonat-Außenschale. Der Klappmechanismus verbirgt sich hier vorne und dann kann ich das einmal so aufmachen. Kommt hier auch gleich Papierkram und ein bisschen Zubehör raus. Hier ist nämlich Windfell für das Mikrofon, genauso wie das USB-Ladekabel. Mikrofon sehen wir hier vorne auch schon, ist ein Schwanenhalsmikrofon. So seht das, glaube ich, ganz gut, wenn ich meine Hand auch, wenn ich meine Hand so hinterhalte. So können wir auch kommunizieren, wenn eben das Ganze aufgeklappt ist. Man muss natürlich sagen, wenn das hier dem Wind ausgesetzt ist, dann sinkt natürlich die Qualität. Das haben wir aber bei allen Klapphelmen. Aber grundsätzlich sieht es erstmal so aus. Belüftung haben wir hier selbstverständlich ebenfalls. Hier auch schön zu erreichen. Das geht wunderbar. Und hier oben auch nochmal. Wir haben hier auch eine Entlüftung,
da und dort unter den, ich sag mal, Spoiler-Ansätzen. Man muss allerdings sich das Ganze mal im Detail anschauen und vor allen Dingen auch in der Praxis dann erfahren, also wortwörtlich erfahren, wie gut die Zirkulation dann wirklich darin ist. Denn das ist hier schon ein bisschen versteckt und wir werden uns gleich auch mal anschauen, wie ist das im Verhältnis dazu beim Impuls gelöst. Wenn wir uns jetzt das Visier einmal anschauen, dann haben wir hier ein klares und kratzfestes Visier laut Herstellerangabe. Was mich ein bisschen stört, wir haben hier keine Pinlock-Vorbereitung. Das bei einem so günstigen Helm, der ganz klar im Einsteigerbereich unterwegs ist, dass da keine Pinlock-Linse im Lieferumfang enthalten ist, okay, finde ich in Ordnung. Sieht man auch bei so ziemlich allen Herstellern im Einsteigerbereich, dass sowas eben separat verkauft wird. Aber ich habe hier eben keine Möglichkeiten, das nachzurüsten. Das ist schade. Was das Ganze aber für den Sommer tourentauglich macht, ist, dass wir hier unten zumindest ein Sonnenvisier haben. Denn das Beschlagen aufgrund des fehlenden Pinlock-Visiers tritt natürlich primär auf, wenn ich damit im Winter und bei kalten Temperaturen oder bei kalten Temperaturen und schlechter Witterung, wenn ich dann unterwegs bin, dann trifft es mich hiermit am meisten. Ich empfehle ja grundsätzlich immer einen Helm mit Pinlock-Visier. Für Leute, die aber wirklich primär im Sommer unterwegs sind, fällt es wahrscheinlich nicht so ins Gewicht. Das Bedienelement haben wir hier. Hier haben wir die 3-Tasten-Variante. Also wir haben hier kein Drehrad. Für mich persönlich, aber das ist dann eben persönliche Präferenz, ist das auch die schönere, die einfacher zu bedienende Variante. Und jetzt einmal hineinschauen. Das soll natürlich nicht passieren. Hier, das Mikrofon soll schön unter den opulenten Kinn-Windabweiser verschwinden. Ist das schön abgedichtet hier. Auch das Innenfutter gefällt mir richtig gut. Herausnehmbar, waschbar das Ganze. Und dann waren das erstmal so die Eckdaten des Helms als solchen. Wir haben hier ein Freisprechgerät integriert, was natürlich neben der Kommunikation mit Mitfahrern, mit bis zu 4 Mitfahrern, auch die Telefonie und auch das Musikstreaming gewährleistet. Ein Radio ist hier nicht verbaut. Das werden wir gleich nochmal sehen. Aber wenn euch das wichtig sein sollte, seid ihr hier beim Outrush eher falsch. Wobei ich auch weiß, dass es die wenigsten von uns wirklich nutzen werden. Denn das Musikstreaming per Amazon, per Apple Music, per vor allen Dingen auch Spotify ist natürlich problemlos möglich. Und zur Kommunikation sei gesagt, 2 Personen können damit in HD-Qualität kommunizieren, währenddessen 4 Personen quasi auf normalem Level, bei normaler Qualität miteinander kommunizieren können. Das über eine theoretische Reichweite von 900 Metern. Also wir sind hier ein bisschen eingeschränkter. In der Praxis kann sich das natürlich nochmal variieren, wenn da jetzt andere Autos zwischen sind, wenn da auch mal ein bisschen Wald zwischen ist, keine Ahnung. Also es ist natürlich eine Laborreichweite. Für die meisten wird es natürlich reichen. Wenn ihr jetzt einen größeren Funktionsumfang da braucht, dann schauen wir uns gleich nochmal den Impuls an. Sprechen können wir mit diesem Helm bis zu 12 Stunden, bevor wir ihn dann 2,5 Stunden aufladen müssen. Das heißt also, wir kommen auf jeden Fall über den Tag. Das Ganze kann sich natürlich auch reduzieren, je nachdem eben, wie laut die Sprachansagen sind, ob wir nebenbei noch Navi-Befehle abspielen lassen, ob wir vielleicht noch Musik hören etc. Also es kann sich schon variieren, aber ich denke, man kann grundsätzlich sagen, wir kommen auf jeden Fall durch den Tag. Kommen wir jetzt zum Impuls. Hier ebenfalls Verpackung relativ simpel gehalten. Impuls, Smart Motorcycle Helmet. Hier unten steht auch eine der neuen wichtigen Eckdaten, nämlich, dass wir hier den Helm auch per WLAN verbinden können, um Updates zu installieren. Und grundsätzlich sehen wir natürlich gleich erstmal, dass das schon definitiv Unterschiede zum Outrush Air sind. Muss es natürlich auch für den Preis. Im Übrigen, Preise können wir wieder nicht nennen. Ich verlinke euch natürlich aber beide Helme unten in der Beschreibung, denn da kann sich Herstellerseite einfach ein bisschen was dran ändern. Dann würde ich hier Stuss erzählen. Wenn wir das Ganze jetzt mal aufmachen, hier oben steht im Übrigen auch nochmal Sena Impuls drauf. Zack. Zack. Hier ist eine Abdeckung drüber. Grundsätzlich sieht es so aus. Hier nehme ich es raus. Und dann haben wir hier jetzt noch ein bisschen mehr Zubehör. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Sticker. Natürlich teilweise benötigt. Einfach in anderen europäischen Ländern wie in Frankreich. Bluetooth-Ladekabel, Windfeld fürs Mikrofon. Genauso wie auch, ich denke, das sind nochmal Pads. Die sind eigentlich bei den normalen Geräten dafür da, um sie unter die Lautsprecher zu machen. Dann haben wir hier noch etwas. Das müssen wir gleich einfach mal aufmachen. Das sagt mir jetzt so nämlich ehrlich gesagt auch nicht. Hier haben wir noch eine Pinlock-Linse, auch eine Max Vision Pinlock-Linse. Zubehör haben wir auch identifiziert. Das kann auch zur Seite. Wir machen das jetzt gerade einmal auf und schauen uns an, was in diesem schwarzen Beutel ist. Ah, ist eine Tasche. Ah, wie cool. Ich weiß, was es ist. Darauf könnt ihr euren Helm ablegen. Okay. Weil es wahrscheinlich einfach öfter notwendig ist, weil ich diesen Helm einfach öfter bedienen muss. Ich muss ihn aufladen, ich muss ihn mitnehmen können. Das ist cool. Also ist natürlich für die Ablage zu Hause gedacht, um ihn dann eben zu Hause sicher ablegen zu können. Schönes Detail. Der Helmbeutel ist meines Erachtens nach der gleiche wie beim Outrush Air. Also das ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit einem Helmbeutel von Schubert oder Shoei. Aber was interessiert uns am Ende der Helmbeutel, wenn der Helm vernünftig ist? Machen wir einmal auf.
Zack. Nochmal separat in Folie eingepackt. Das ist cool. Zack. Dann haben wir auch hier ebenfalls die schwarz-matte Variante. Auch diesen gäbe es ebenfalls nochmal in weiß glänzend. Ihr seht also schon, ein optischer Unterschied ist definitiv da. Eine direkte Gegenüberstellung beider Helme werden wir zum Schluss des Videos auch nochmal machen. Und ich werde immer gefragt, welcher Motorradhelm hat denn kein Logo hier in der Stirn? Also wir haben hier natürlich auch ein Logo, aber es ist deutlich weniger auffällig als bei vielen anderen Herstellern. Denn ihr seht mal hier auch hinter mir, die sind sonst alle relativ plakativ im Stirnbereich. Wir drehen einmal. Hier auch eine schöne, etwas länger gezogene Silhouette. Hier sehen wir schon das Bedienelement, auf das wir gleich nochmal separat eingehen werden. Und ja, das also mal im Schnelldurchlauf. Und es ist hier wirklich viel anders. Wir haben hier eine Fiberglas-Außenschale, was gerade bei Helmen im höheren Preissegment natürlich gut ist. Und um das mal direkt zu vergleichen, auch ein Schubert C5 wird zumindest größtenteils aus Fiberglas gefertigt. Also das passt schon. In den Größen S bis XXL ist der Helm wieder verfügbar. Damit sind wir so ein bisschen eingeschränkt. Gilt im Übrigen auch für den Outrush Air, da haben wir es eben vergessen. Also Menschen mit sehr kleinen Köpfen, genauso wie sehr großen Köpfen, haben hier einfach das Nachsehen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei einer neuen Generation das Sehner das dann irgendwann auch berücksichtigt. Wenn ihr dazugehört und einen sehr kleinen oder auch sehr großen Kopf habt, dann seid ihr eher auf die Helme der, ich sag mal, alteingesessenen Hersteller, wie zum Beispiel Shoei mit dem Neotec 2, der oft erwähnte Schubert C5 oder auch eine Next Willi Tour, den ich jetzt nicht mal in der Kulisse habe. Das sind die Helme, die dann definitiv ein größeres Spektrum anbieten. Wenn ihr damit Herausforderungen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram oder ruft unseren Support an. Dann können wir euch da nochmal separat beraten. Für die allermeisten Träger passt natürlich das Spektrum von S bis XXL gut. So, Belüftung hier unten. Gut erreichbar. Hier oben dann die Stirnbelüftung und die Entlüftung, die ist eben hier auch noch mal ein bisschen opulenter. Zack und zack, sodass wir hier mit Sicherheit noch mal eine bessere Luftzirkulation als beim Outrush Air haben werden. Wie gesagt, sowas müsste man dann wirklich in der Praxis erfahren. Wenn ihr es denn wollt, machen wir das sehr gerne. Visier. Wie gesagt, Max Vision Pinlock Visier. Die Pinlock Linse ist gleich mit im Lieferumfang im Halten. Damit ist dieser Helm auch deutlich besser geeignet, um ihn wirklich auch bei kalten Temperaturen, bei schlechter Witterung zu fahren. Eben auch einen Helm, wo ich definitiv mit durch den Winter komme. Zack. Sonnenblende hier. Und das hat man sehr cool seitens Sehner gelöst. Die Sonnenblende hat man da, wo sie bei den allermeisten Helmen ist. Auf der anderen Seite habe ich eben das Bedienelement, was hochgerutscht ist, mit 4 Tasten und einem deutlich größeren Funktionsumfang, wie wir es gerade gesehen haben. Bei einem Klapphelm natürlich die elementare Funktion, das Klappen. Funktioniert hier ein bisschen anders, denn ich muss das hier rausziehen. Zack. Und dann kann ich ihn auch hochklappen. Klappt dann auch auf keinen Fall runter. Und weil wir hier eben im Premium-Segment unterwegs sind, sieht man es hier schon, hier sind dann die Harman Kardon Boxen drin. Damit ist das Klangerlebnis nochmal ein bisschen anders. Und hier haben wir auch nochmal ein Rücklicht, das ist hier unten im Nackenbereich angebaut. Jetzt wird die Frage kommen, ist das erlaubt oder nicht? Sagen wir mal, es ist nicht verboten und hier ist es schön gelöst. Also das ist in meinen Augen ein Sicherheitsaspekt und es wird euch da meiner Meinung nach, ganz wichtig meiner Meinung nach, keiner auch einen Strick draus drehen. Dann haben wir hier Mikrometrik Ratschenverschluss, schöner Abschluss, hier auch in Kunstleder gehalten. Hier im Übrigen ja auch letztendlich einen MagSafe-Anschluss, womit wir dann eben den Helm aufladen können. Und weil das hier so angebracht ist, jetzt schließt sich auch der Kreis, müssen wir den Helm in der Regel so hinlegen und hätten natürlich sonst ganz viele Kratzer hier oben drauf. Und dem hat Sehna vorgebeugt. Der Kinnwindabweiser ist hier nicht ganz so opulent. Ich denke, dass es aber auch mit einer anderen Formgebung im Helm einhergeht. Und hier haben wir dann das Mikrofon, was ebenfalls von Harman Kardon kommt und eben auch nochmal für eine bessere Sprachqualität sorgen soll. Auf die verbaute Technik gibt es 3 Jahre Herstellergarantie und auf den Helm als solches sogar 5 Jahre. Damit ist der Helm über die komplette Nutzungsdauer eines Helms abgesichert. Über das WLAN-Modul, worüber sich der Helm dann die Updates ziehen kann, sprachen wir schon. Dann hat der Helm Bluetooth 5.0. Das ist natürlich zum einen wichtig fürs Musikstreaming, Telefonieren, Navi-Ansagen, alles möglich. Aber wir haben hier eben so einen guten Bluetooth-Empfänger und Transmitter, dass wir über bis zu 2 Kilometer, wieder theoretische Reichweite, mit bis zu 4 Leuten sprechen können. Sehr, sehr cool. Und zudem haben wir hier das Mesh-Intercom, womit wir mit theoretisch zumindest unendlich vielen Leuten sprechen können und das über eine Distanz von bis zu 8 Kilometern, wenn wir denn in einem Netzwerk mit mindestens 6 Leuten sind. In einem Closed Mesh, also in einer speziellen Gruppe, können wir mit bis zu 24 Leuten sprechen und ich habe noch nie mit 24 Leuten gesprochen, aber ab 10 Leute wird das so ein Wahnsinn. Also wir haben hier
mehr als genug Kapazität. Was cool ist in diesem Open Mesh, du kannst das einfach anmachen und kannst dann theoretisch auch mit entgegenkommenden Leuten sprechen. Und ich freue mich darauf, dass das in den nächsten Jahren mit Sicherheit mehr wird. Und da kommt dir einer entgegen und du kannst einfach kurz mit dem, oder gar nicht so kurz, weil die Reichweite eben so weit ist. Das erinnert mich total daran, dass Leute teilweise früher mit ihrem Funkgerät zu Hause saßen und dann, was ich, nach Polen gefunkt haben. Und so ist es auch so ein bisschen, nur eben unter Motorradfahrern. Dass die Helme eine App-Steuerung haben, ist, glaube ich, klar. Darüber wollen wir auch gar nicht in diesem Video zumindest zu viel verlieren. Wenn wir das Bluetooth-Freisprechgerät nutzen, können wir bis zu 18 Stunden sprechen. Im Mesh-System können wir bis zu 11 Stunden sprechen. Das heißt also, diese Mesh-Technologie, die verbraucht deutlich mehr Strom, geladen werden kann wieder in 2,5 Stunden. Und jetzt haben wir hier einmal beide Helme nebeneinander auf dem Tisch, um uns nochmal so ein bisschen die Unterschiede zu verdeutlichen und nochmal aufs Gewicht einzugehen. Also das hier, der Outrush Air, sieht einmal so aus und parallel dazu, ich stelle mal ein bisschen zur Seite, haben wir hier den Impuls. Sieht gar nicht so unterschiedlich aus, weil wir eben ja beide Helme in schwarz-matt haben, aber die Belüftung ist hier größer, so sieht man es besser. Hier ist sie ein bisschen schmaler gehalten. Lasst uns aber mal aufs Gewicht eingehen. Wir haben hier bei Größe M ein Gewicht von 1720 Gramm plus minus 50 Gramm. Und das haben wir hier genauso, 1700 Gramm plus minus 50 Gramm, wieder eine Größe M. Die Herstellerangabe ist hierbei sogar bei 1530 Gramm. Ich denke, dass das dann ohne Bluetooth-Freisprechgerät gemessen wird, was ja auch nur fair ist, denn das ist bei den anderen Helmen auch nicht drin. Das dürft ihr nicht vergessen. Ihr kauft euch einen anderen Klapphelm, der auch 1500, 1600 mal bestimmt wiegt. Und da kommt eben das Freisprechgerät zu. Und ich glaube, dass wir hier noch eine Gewichtsersparnis haben, weil wir natürlich keine Hülle haben, die dieses Freisprechgerät braucht, weil es eben hier direkt eingebaut ist. Sowas bringt natürlich auch ein gewisses Gewicht mit sich, sodass diese 1700 Gramm roundabout, die die Helme mitbringen, schon absolut in Ordnung sind. Hier haben wir eben kein Pinlock-Visier. Das ist der Vorteil beim Impuls. Natürlich, wir dürfen auch den Preisaspekt nicht vergessen. Das ist einfach ein Helm, der in der Premium-Liga mitspielen wird, währenddessen der sich natürlich an Einsteiger richtet. Und ich bin hiervon fest überzeugt, dass wenn ihr euch einen vernünftigen Einsteiger-Klapphelm kauft plus ein vernünftiges Freisprechgerät, dass wir hier letztendlich günstiger bei fahren. Allerdings haben wir hier eben auch nur die Reichweite von 900 Metern. Plus wir haben ein reines Bluetooth-Freisprechgerät, was hierin integriert ist, mit auch nur 900 Metern theoretischer Reichweite. Währenddessen wir hier das deutlich umfangreichere Set drin haben, auch mit dem WLAN-Empfänger etc. etc. Und vor allen Dingen eben das Mesh-System, was hier natürlich auch nochmal zu Buche schlägt. Für Tourenfahrer, für Tagestouren sind beide Helme sehr gut geeignet. Da muss man dann einfach schauen, was brauche ich vielleicht auch nicht. Wenn ihr noch weitere Fragen zu Outrush Air oder zu Impuls habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr eben auch Praxistests sehen wollt, wenn ihr den Striker sehen wollt, nachdem ich echt auch schon öfter gefragt wurde, nach dem Outride oder auch nach den Geräten als solches, dann lasst gerne mal diesem Video ein bisschen Liebe da. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.